Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Review von MSITC. Ich stelle heute die MSITC Menka MK39 Ranger vor. Die MK39 Ranger ist für mich durchaus eine bemerkenswerte und sehr interessante Taschenlampe. Warum das so ist, möchte ich gleich noch in meinem Review näher erläutern. Doch fangen wir zunächst mit den elementaren Dingen an. Im Lieferumfang der MK39 ist ein Ersatzohrring enthalten, sowie zusätzlich, wer das gerne verwenden möchte, ein Trageriemen oder ein Tragegurt, besser gesagt. Mit dem man die Lampe insbesondere bei längeren Einsätzen dann auch bequem transportieren oder tragen kann. So, zur MK39 selber. Wenn man sich die Lampe mal etwas näher anschaut, dann wird man sehr schnell feststellen, dass sich diese Taschenlampe durchaus vom Design her ein wenig von anderen Marken bzw. von anderen Modellen unterscheidet. Das ist meiner Meinung nach aber auch ganz gut so, denn das permanente Einerlei im Taschenlampenbereich kann manchmal schon langweilig werden, gebe ich ehrlich zu. Und Menka hat mit der MK39 Ranger mal ein erfrischend anderes Design versucht. So, ich möchte an dieser Stelle eines dazu sagen. Nach meinen bisherigen Rückmeldungen von Kunden gibt es eigentlich zu dieser Lampe nur zwei Meinungen. A, sie gefällt jemand, oder B, sie gefällt jemand eben nicht. Ganz einfach. Zwischendrin gibt es eigentlich kaum Meinungen, aber das ist auch gut so, denn schließlich ist es ja nicht so, dass eine Taschenlampe jedem gefallen muss, sondern es gibt halt eben auch verschiedene Geschmäcker und das gilt auch für die MK39. Ich persönlich für meinen Teil finde das Design mittlerweile erfrischend gut und auch gelungen. Es hebt sich zum einen, wie gesagt, vom Einheitsdesign ab und zum anderen hat sich Menka durchaus etwas dabei gedacht. Dazu aber gleich noch mehr. So, was kann denn die MK39 alles? Zum einen, man sieht schon hier anhand der LEDs, die hier verbaut sind, sie kann sowohl den mittleren und nahen Bereich abdecken, aber auch die Ferne. Das heißt, aus meiner Sicht, das ist auch meine ganz persönliche Meinung, geht die MK39 durchaus Richtung Nighthawk Nova MM18-3, denn die MM18-3 war wirklich, oder die MM18 generell, war wirklich die erste Taschenlampe, die im Prinzip beide Funktionalitäten in sich vereint hat. Das heißt, die MM18 oder eben in der aktuellen Version die MM18-3 deckt sowohl den mittleren und nahen Bereich als auch die Ferne sehr gut ab. Und ich denke, diesen Anspruch hat auch die MK39 und das kann ich auch gleich an dieser Stelle sagen, diesen Anspruch erfüllt sie auch. Gut, also wie gesagt, die MK39 ist ausgestattet mit einer XHP35 High LED. Das ist der große Reflektor hier für die Reichweite. Und dann gibt es zwei Optionen. Es gibt dann einmal noch die Cool White Variante mit 8 Cree XP G3 LEDs und die Neutral White Variante mit 8 Nichia 219C LEDs. Ich bespreche jetzt hier aber tatsächlich nur die Cool White Variante. Insgesamt liefert die MK39 6000 Ansilumen, was ein durchaus beachtlicher Wert ist. Und erreicht eine maximale Beamintensität gemäß Hersteller von 305.000 Candela. Also auch nicht schlecht.
Gut, betrieben wird die MK39 mit vier 18650 Akkus. Dazu möchte ich gleich noch Folgendes anmerken, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, ob ich die Lampen mal mit diesem Akkutyp testen kann oder mit jenem Akkutyp. Dazu sage ich Folgendes. Nein, kann ich nicht und werde ich auch nicht. Einfach aus dem Grund, mir fehlt zum einen die Zeit, Taschenlampen mit sämtlichen Akkus, die es auf dieser Welt gibt, zu testen. Und zum anderen beschränke ich mich darauf, Taschenlampen in Zusammenhang mit Akkus zu testen, die wir auch vertreiben. Und das sind eben in diesem Fall bei High-End-Taschenlampen wie der MK39 unsere altbewährten Shockley-Akkus, das sind IMR-Akkus, die auch perfekt mit derartigen High-End-Taschenlampen wie der MK39 Ranger harmonieren. Okay. Nochmal kurz zur Lampe selber. Hier oben ist die Befestigung für den Schultergurt. Lässt sich dann hier hinten auch noch befestigen. Ansonsten ein wesentliches Merkmal ist der Griff, der fest am Gehäuse angebracht ist. Das heißt, er kann nicht so wie zum Beispiel bei der MM18-3 oder bei der Nova MM15-MB zum Beispiel entfernt werden, sondern er ist fest mit dem Gehäuse verbunden. Das geht aber auch gar nicht anders, denn wenn man sieht, wie man hier sieht, sind die Bedienelemente, nämlich die beiden Seitenschalter, hier fest im Griff integriert. Das heißt, wenn der Griff weg wäre, könnte man die Taschenlampe auch gar nicht einschalten. Okay, so viel dazu. Ansonsten rein äußerlich betrachtet gibt es hier noch ein Gewinde für ein Kamerastativ. Und ansonsten, was man hier jetzt nicht findet, ist eine integrierte Lademöglichkeit. Ist aber meines Erachtens halb so wild, denn spätestens bei Taschenlampen, die mit vier 18650 Akkus betrieben werden, würde ich sowieso empfehlen, diese mit einem externen Ladegerät zu laden. Aus den altbekannten Gründen, die hatte ich ja schon öfter erwähnt. Unter anderem möchte ich dann schon ganz gerne wissen, welchen Akkustatus die Akkus haben. Aber möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht näher drauf eingehen, kann man zum Beispiel auch auf helle Taschenlampen, die eh nachlesen, warum das Vorteile hat. Okay, also nochmal zur Lampe selber. Das User Interface der MK39 hat Menker meines Erachtens recht gut hinbekommen. Denn die MK39 verfügt noch über eine Besonderheit, und zwar über ein ins User Interface integriertes Ramping. Das heißt, ich führe es einfach mal direkt vor. Eingeschaltet wird die Taschenlampe mit dem hinteren Knopf. Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, dient der hintere Schalter auch dazu, den Strobe Mode zu aktivieren. Im ausgeschalteten Zustand lässt sich ebenfalls der Turbo Mode aktivieren, in dem dann wirklich alle LEDs auf höchster Stufe angehen. Das sind dann hier die 6000 Ansilumen und das blendet schon sehr, also keine Frage, die Lampe ist schon ordentlich hell. Ja, ansonsten für den normalen Betrieb gilt Folgendes. Ich kann die LEDs, also hier zum Beispiel für den Throw Mode, also für die XRP35 LED, mit dem vorderen Seitenschalter umswitchen und habe dann entweder hier eine breitflächige Ausleuchtung oder ich habe hier eine hohe Reichweite. Wenn ich beides kombinieren möchte, Doppelklick, und dann kann man hier sehen, ändert sich auch das Lichtbild bzw. der Leuchtcharakter. Doch damit nicht genug. Ich habe hier jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit,
indem ich den vorderen Seitenschalter gedrückt halte, die Helligkeit der MK39 stufenlos zu variieren, was dann unter dem Begriff Ramping bekannt ist. Das geht natürlich auch wieder mit beiden LEDs oder ja, mit beiden LED-Typen. Hier der Low Mode und hier, was mit einem kurzen Blinken quittiert wird, wieder der Turbo Mode. Und natürlich lässt sich auch beides zusammen wieder herunterrampen und wieder hochrampen. Also meines Erachtens eine tolle Sache. Da hat sich Menkerlite wirklich was überlegt. Und ich finde diese Art der Bedienung recht intuitiv. Das macht man zwei, dreimal, übt das mal ein paar Minuten und dann flutscht das tatsächlich wie von selber. Von der Vielseitigkeit her, ich glaube, das kann sich jetzt jeder selber an einer Hand abzählen, bietet natürlich die MK39 doch deutlich mehr als ein reinreißiger Thrower oder als ein reinreißiger Flutter. Denn ich habe hier tatsächlich beide Funktionen in einer Taschenlampe vereint. Und das ist aus meiner Sicht wirklich sehr gut umgesetzt worden. Ganz klar dürfte hier auch, ist jetzt aber meine persönliche Meinung, da möchte ich jetzt auch nichts behaupten, dürfte sich die MK39 oder dürfte man sich bei der Entwicklung der MK39 auch durchaus an der MM18 ein wenig orientiert haben. Ist aus meiner Sicht weiter nicht problematisch, denn zum einen hat Nyborg ja nicht das alleinige Recht, eine derartige Taschenlampe zu produzieren. Und zum anderen gibt es nach wie vor wirklich kaum ähnliche Taschenlampen mit einer adäquaten Funktionalität. Von daher finde ich es wirklich sehr gut, dass Menker mit der MK39 Ranger eine ähnliche Taschenlampe auf den Markt gebracht hat, beziehungsweise eine Taschenlampe mit ähnlicher Funktionalität und das User Interface dazu auch wirklich noch brauchbar umgesetzt hat. Also alles in allem, mein persönliches Fazit: Menker hat mit der MK39 wirklich eine tolle Taschenlampe abgeliefert, die sich zum einen sehr vielseitig einsetzen lässt und zum anderen wirklich im Prinzip 2 in 1 bietet. Also sprich, ich habe sowohl die Thrower-Funktionalität als auch Flutter-Funktionalität.